erzählen Ihnen heute die Geschichte von ihm hier, von Mohammed, denn wie er zur Welt gekommen ist, das war wirklich filmreif. Und damit erstmal herzlich willkommen zu Ihrer Lokalzeit Ruhe. Ja, die Polizei, dein Freund und Helfer, so sagt man. Für den kleinen Mohammed war ein Polizist aus Mülheim, aber ein ganz besonderer Helfer, nämlich Geburtshelfer. Hier die ganze Geschichte. Ja, und spätestens dann gucken wir natürlich noch mal hin. Gestern haben wir schon darüber berichtet und heute hat es sich bestätigt. Das Landgericht Essen hat den Prozess gegen den früheren Arconda-Chef Thomas Middelhoff wegen Anstiftung zur Untreue eingestellt. 2014 war Middelhoff in einem anderen Verfahren bereits zu 3 Jahren Haft verurteilt worden. Die verbringt er jetzt im offenen Vollzug. In dem neuen Verfahren ging es vor allem um umstrittene Bonuszahlungen. Immer wieder berichten wir über Probleme mit kaputten Elektrogeräten wie defekte Fernseher, Laptops oder Handys. Oft besteht noch Garantie, hieße eigentlich einfach zum Verkäufer und reklamieren. So klappt das aber leider nicht immer. In solchen Situationen versuchen wir mit Lokalzeit bitte kommen zu helfen, genau wie in diesen Fällen. Ja, und bei mir im Studio ist jetzt Rechtsanwalt. Es gibt viele Probleme, um diese zu vermeiden. Worauf muss ich achten, wenn ich Elektrogeräte kaufe? Also ganz wenn es jetzt wie in einem Film dazu kommt, dass ich Kosten habe trotz Garantie oder Kratzer auf dem Laptop nach der Reparatur sind, wie kann ich mich dagegen wehren? Bin ich denn als Verbraucher, wenn ich ein Produkt habe, wo noch Garantie drauf ist, grundsätzlich immer rechtlich auf der richtigen Seite? Wenn ich jetzt ein kaputtes Gerät habe, an wen wende ich mich dann am besten? An den Hersteller oder an den Laden, wo ich es gekauft habe? War relativ kompliziert. Gibt es denn, kann man so sagen, vermehrt schwarze Schafe in einem bestimmten Bereich bei Elektrogeräten? Muss ich da in der Mobilbranche drauf achten oder ist das reiner Zufall? Schluss noch, kann ich auf ein Leihgerät bestehen, wenn ich einen kaputten Fernseher oder ein kaputtes Handy habe? Gut, vielen Dank, Herr Ennemar, für die ganzen Informationen. Bis bald mal wieder. Und bei uns geht's weiter mit Teil 2 unserer kleinen Wochenserie Mein Sommertag. Gestern, da haben wir Ihnen schon Eisverkäufer Jaspar vorgestellt. Heute haben wir einen Eismann oder besser gesagt eine Eisfrau der etwas anderen Art im Programm. Kathi Eck ist Tierpflegerin im Gelsenkirchener Zoo und ihre Aufgabe ist es heute, die Tiere abzukühlen. Ein ziemlicher Knochenjob. Sehr schön. Nachher haben wir für Sie noch alles über den längsten Tag des Jahres, jetzt aber erstmal die Nachrichten. Der Bottroper Apotheker, der Krebsmedikamente in betrügerischer Absicht zu niedrig dosiert haben soll, muss länger in Untersuchungshaft bleiben als üblich. Es bestehe Fluchtgefahr, weil der Mann mit einer mehrjährigen Haftstrafe rechnen müsse, hieß es zur Begründung. Die Staatsanwaltschaft Essen hat beim Oberlandgericht Hamm erfolgreich eine Verlängerung über die üblichen 6 Monate hinaus erreicht. Der Mann sitzt seit November in Haft. Ihm werden Abrechnungsbetrug und Verstöße gegen das Arzneimittelgesetz vorgeworfen. Essener Zollfahnder haben einen illegalen Dopinghandel aufgedeckt. Die Essener Staatsanwaltschaft prüft, ob es im Zusammenhang mit möglichen Unregelmäßigkeiten bei Lebertransplantationen am Essener Uniklinikum zu Straftaten gekommen ist. Die Prüf- und Überwachungskommission hatte dem Krankenhaus bereits letzte Woche vorgeworfen, bestimmte Richtlinien im Zeitraum zwischen 2012 und 2015 nicht immer eingehalten zu haben. Organe sollen zum Beispiel an Krebspatienten vergeben worden sein, deren Tumorgröße eine Transplantation nicht gerechtfertigt habe. Das Essener Klinikum hatte die Vorwürfe bereits gestern zurückgewiesen. An einem neuen Zentrum der Universität Duisburg-Essen treffen sich bis Freitag Experten aus Wissenschaft und Praxis, um zu diskutieren, wie Flüchtlinge besser integriert werden können. Die Bildungsgewerkschaft GEW fordert mehr Unterstützung für Gesamtschulen, weil sie besonders viele Flüchtlinge aufnehmen. In Gelsenkirchen sollen zum Beispiel zum kommenden Schuljahr 120 Flüchtlingskinder auf Haupt- und Gesamtschulen verteilt werden. Diese Schulen bräuchten dann mehr Lehrer und kleinere Klassen, so die Gewerkschaft weiter. Am Pestalozzi-Gymnasium in Herne stehen heute nicht Mathe und Deutsch auf dem Stundenplan, sondern YouTube und Instagram. Von heute bis Freitag findet dort das Smart Camp, ein digitaler Bildungsworkshop, statt. So viel zu den Kompaktnachrichten. Etwas mehr als ein Jahr nach einem wirklich grauenvollen Unfall auf der A44 auf Wittener Stadtgebiet wird seit heute am Amtsgericht Witten gegen einen möglichen Schuldigen verhandelt. Der Mann, der eine Kette an Zusammenstößen ausgelöst haben soll, bei dem 2 Menschen starben, hält sich für unschuldig. Er will von den Ereignissen nichts mitbekommen haben. Das, was wir die ganze Woche schon spüren, ist heute endlich offiziell. Es ist Sommer.
heißt gleichzeitig auch die kürzeste Nacht des Jahres, Midsommer. Unser Reporter Stefan Göke hat sich auf den Weg zum Stranddeck in Bochum gemacht, um da die Beach- und Urlaubsatmosphäre in vollen Zügen zu genießen. Stefan, wie ist die Stimmung denn vor Ort? Wird mehr gefeiert oder doch entspannt? Ja, Prost Stefan, danke dir. Kabarett mit Max Uthoff in Oberhausen und weiteres Freizeitprogramm haben wir jetzt in den Tipps und Terminen für Sie. Domenico Tedesco, er ist die neue Hoffnung bei Blau-Weiß. Der 31-Jährige wurde heute als neuer Trainer bei Schalke 04 vorgestellt. Trotz seiner relativ geringen Erfahrung hat er sich aber ganz wacker geschlagen. Nur an den Wirbel um seine Person, da muss er sich noch ein bisschen dran gewöhnen. Und jetzt haben wir noch das Wetter für Sie. Und das ganze Wochenende soll es auch freundlich bleiben. Ich freue mich, wenn Sie morgen wieder dabei sind. Das war's von der Lokalzeit. Tschüss.